Ja, liebe Zuschauer, mein Name ist Rüdiger Enders aus Kevela. Wir alle sitzen im gleichen Boot, es heißt Corona. Und in diesem Boot erleben wir momentan Veränderungen, die wohl noch längere Zeit andauern werden und die unser Leben teilweise umkrempeln. Ich treffe immer wieder Menschen, die Angst haben, in Angstsituationen unterwegs sind, und ich erlebe auch sehr viel Spaltung in unserer Gesellschaft. Das Gegenteil von Angst ist Vertrauen. Corona stellt uns ganz neu vor die Frage, wer trägt eigentlich unser Leben? Und vor dieser Frage stehen wir. Und als Christen kennen wir die Antwort. Gott trägt unser Leben. Und Corona fordert uns auf und lädt uns ein, umzukehren, wieder neu den Blick auf ihn hinzurichten und im Gebet ihm unser Leben hinzuhalten. Wo immer Sie mich sehen, möchte ich Sie einladen, bilden Sie Gebetskreise, fangen Sie an, mit Menschen zu beten, unser Land und all diejenigen, die betroffen sind, ihm hinzuhalten. Und hier in Kevela lade ich Sie ein, kommen Sie mit dazu, wenn wir uns freitags morgens hier um 10:45 treffen an der Gnadenkapelle, um dann gemeinsam zu beten. Wir sind momentan in der Herbstzeit hier im Freien unterwegs, das heißt also, wir haben genug Abstand und frische Luft. Daher meine Einladung, lassen Sie uns dem Herrn neu vertrauen im Gebet und lassen Sie uns von hier aus losziehen. Wir freuen uns auf Sie. Es grüßt Sie aus Kevela, Rüdiger Enders.